Jawohl! Nein! Oh, weg hier! Hallo YouTube, hier ist euer kleiner Kumpel und ab geht der Lümmel ins Gedümmel bei Watch Dogs. So, und wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Palatermoleo, ne, Partolomeo, sowas. Bei dem nächsten Partolomeo, wir nehmen uns hier super geilen Mini. Ja, wo sie uns verarscht haben. Und raus damit. Oh, Verbrechen erkannt. Schade eigentlich, dass ich dich leider nicht schützen werde. Oh, illegaler Film. Danke, dass die Chance vor allen Dingen. Auch gibt es ja auch... Oh ja, da drüben haben wir zumindest mal etwas schnelleres Auto. Fernzugriff. Oh ja, das sieht sehr gut aus, das Auto. Das Auto ist cool. Und rein damit. Und ab geht's. Achso, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie hier durchkomme. Weil hier ist gerade Stau auf der Autobahn A3. Oh, schön aufgesessen. Alter Falter. Los, rüber. Weg da, weg da. Ich komme. Sie haben den Täter verscheucht. Ist doch gut, wenn ich den Täter verscheucht habe. Lange Katzen. Was? Wieso lange Katzen? Okay. Ich hab Vorfahrt, lass mich durch. Ich bin ein russischer Mitbürger, ich darf hier so durchfahren. So, wir fahren hier, als es aussieht, am anderen Ende der Welt von diesem Spiel. Weggeschubst. Was sind wir denn hier heute? Habt ihr nicht gleich Angst? So. Gucken wir mal jetzt gleich, ob wir hier sterben oder nicht. Was haben wir hier? Erinnern. Okay, jetzt bin ich also auf dem Friedhof wahrscheinlich, wo mein Nichte liegt. Oh ja. Es regnet, die Erde wird nass. Hoha. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Lena hieße. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr. Weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Das sind ehrliche, aber harte Worte. Dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst.
Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Irgendwie glaube ich das nicht. Okay, ich stehe also jetzt hier. Lina ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Man sollte es eigentlich nie vergessen, sowas, auch wenn es schrecklich ist. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion, wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig, ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Oha. Nicht gut, nicht gut. Okay, dann wollen wir mal. Ah. Schön über die Karre springen und rein in den Auto. Dann tun wir gleich mal das Navigationssystem mal richtig einloten und ab die Schlupfeuer. Lass mich vorbei. So, kannst doch stehen bleiben, wenn du den Bauer wie so ein Lackaffe. Elender Gesichtsfrosch hier. Ne, da will ich nicht durch. Ach, jetzt sind wir in dem Viertel wieder. Wo ich schon öfters mal gescheitert bin. Und sie fahren ihre Autos zu Schrott. Und damit tun wir mal ein bisschen. Das ist gleich noch den Wirtschaftskonsum der Autoindustrie ankurbeln. Und so war das Wort. Keine Ahnung, welche Hecken du. Einfach nur sinnlos vorbeifahrenden Hecken. Die Mülltonne Hecken. Wow. Oh ja. Speedy Skandales. Jawohl! Nein! Oh, weg hier! Alter! Und wieder gerammelt. Komm auf dem Dach. Pizzamann. Nicht der Pizzamann. Okay, meine Karre hat richtig gut gelitten. Cool. Ich habe die eine Karre komplett aus dem Rennen genommen. Habe so mehr oder weniger in Feuer gesetzt. Und naja. Und dafür habe ich bloß so einen kleinen Schaden. Das ist cool. So ein Auto muss in Realität haben. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Jordi zu arbeiten. Aber ich kenne ihn. Das haben wir schon gemacht. Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Klettern Sie auf das Treffen, Sie schauen Sie auf der Straße. So, in Herzen, wie komme ich jetzt hier hoch? Da hoch. Ja, wir könnten ja auch den einfachen Weg nehmen, wie normale Menschen, aber wir doch nicht. Da sind aber mehrere Gäste hier drinne. Das ist nicht ganz glatt. Die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück. Da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Der hat doch einen Klatsch weg. Wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst das ist nicht ganz glatt. Wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tut mir einen Gefallen. Beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir?
Nicht so viel wie nötig. Oh, was ist los? Leiche da aus dem Stadion. Ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Uha. Da steht schon mal ein Snipergewehr. Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen ladet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmer dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Okay. Infiziert hier im Bahnhof irgendwas getrieben. Was haben wir hier? Ein abgefangenes. Und Leute, habt ihr für Rushmore gestimmt? Wenn ja. Naja. Die brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch drüben? Lettern. Aber ich muss sagen, die zwei können uns schon ein bisschen leid tun. Schön gemütlich. Der steht dort. Und wir rennen jetzt mal lieber. Okay, da wollen wir mal. Oh Gott, okay. Oh Gott, aber wir schnell, okay. Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen. Uha. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird jemand gegen dich nutzen. Okay. Aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Also mit diesem Lichtschein, das ist. Sind wir nicht, dass die Brücke anhebt? Weiß ich das überhaupt, solange das Ding da drauf steht? Oh ne, oder? Schade, das wäre jetzt gerade interessant gewesen, ob ich die jetzt die Brücke einheben könnte. Mann! Jetzt habe ich den ganzen Spaß versaut. Okay. Ich würde sagen, machen wir heute mal. Was? Du wirst der Fixer verhören. Heute mal etwas einen ruhigeren. Von daher, wie man hier mit diesen Boss der Fixern bereit werde, kommen und so weiter, das dann alles im nächsten Part. Mit eurem kleinen Kumpel hier bei Watch Dogs. Wir sehen uns. Tschö mit Ö und lasst es euch gut gehen.